Mit dem Start zum Schüler- und Jugendlauf wurde auch heuer der Silvesterlauf in Kempten eröffnet. Die unter 15-Jährigen liefen eine Runde auf dem 3,3 Kilometer langen Rundkurs an der Iller. Mit über 160 Teilnehmern waren so viele Jungläufer am Start wie noch nie. Auch bei den Erwachsenen ist der Silvesterlauf beliebt. Mit 1000 Teilnehmern wurde die maximal mögliche Teilnehmerzahl voll ausgeschöpft. Die Tradition, sich an Silvester noch einmal richtig auszupowern, stammt ursprünglich aus Brasilien. Die Lauftreffler um den Georg Hieble hatten irgendwann die Idee und die wollten nicht mehr bis nach Gersthofen fahren zum Silvesterlauf. Komm, lass uns doch mal einen eigenen Silvesterlauf machen und haben dann quasi vor 26 Jahren entschieden, lass uns doch einen Silvesterlauf hier in Kempten organisieren. Und seitdem findet er statt. Und so starteten auch dieses Mal wieder 1000 Läufer auf die 10 Kilometer lange Strecke. Der Massenstart brachte es in den letzten Jahren mit sich, dass die hinten im Feld Gestarteten einen zeitlichen Nachteil hatten. In diesem Jahr war das erstmals anders, denn die Veranstalter hatten mit moderner Technik aufgerüstet. Das System ermöglicht eine sogenannte Nettozeitnahme. Das heißt, die Zeit wird für jeden Teilnehmer individuell erst ausgelöst, wenn er über die Startlinie läuft. Also egal, bei 1000 Teilnehmern ist doch ein riesig, ziemlich großes Starterfeld. Also egal, auch wenn er ganz hinten steht und ein paar Minuten braucht, bis er über die Startlinie gelaufen ist, seine Zeit wird erst ausgelöst, wenn er die Startlinie überquert. Und dadurch haben wir eine Nettozeitnahme. Die erwachsenen Läufer legten auf dem Rundkurs zwischen Illerstadion und Nordbrücke 3 Runden zurück. Mit ihrer Teilnahme unterstützten sie auch einen guten Zweck. 1 Euro pro Läufer wird an das Viva-Zentrum für Körperbehinderte im Allgäu gespendet. So strahlten am Ende nicht nur die Sieger, aber letztere natürlich ganz besonders. Bei den Herren gewann Florian Lorenz. Im Vorjahr war er noch Dritter geworden. So freute sich der 24-jährige Obergünzburger ganz besonders über seinen ersten Sieg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Starke Konkurrenz, aber ich habe von Anfang an versucht, ein hohes Tempo anzugehen. Und es hat auch gut geklappt. Und Gott sei Dank habe ich gerade die letzte Runde, war schon sehr spannend. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das ganze Training auch übers Jahr, über die Jahre wirklich so ausbezahlt macht. Und vor einigen Jahren, wo ich angefangen habe zu laufen, hätte ich mir eigentlich niemals vorstellen können, dass ich den Silvesterlauf hier gewinnen könnte. Bei den Damen gewann die Triathletin Natascha Schmidt aus Frankfurt. Nach harter Saison nahmen sie den Lauf als Teil ihres Trainingslagers im Allgäu wahr. Ja, war mein erstes Rennen nach einer langen Pause sozusagen. Ich hatte ein hartes Jahr hinter mir und von da habe ich länger Pause gemacht als sonst. Von da wusste ich überhaupt nicht, was geht. Und natürlich mit dem Sieg einzusteigen ist natürlich umso schöner. Zufrieden mit dem Silvesterlauf waren am Ende auch die Veranstalter. Bei perfekten Wetterbedingungen war es einmal mehr ein gelungener Abschluss des Jahres.